Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 38. DOCFEST. Mein Name ist Moritz Hohlfelder. Ich arbeite als Filmkritiker für den Bayerischen Rundfunk und bin außerdem im Vorstand des Trägervereins des DOCFESTes, also auf eine gewisse Art und Weise mitverantwortlich, aber nicht wirklich. Denn das Geschäft machen ja die Leute, die, ja, ich weiß gar nicht, wie viel sie im Moment sind, die im Team sind, also von Daniel Sponsel und Adele Kuhut an der Spitze bis hinunter. Ich glaube, während Festivalzeiten sind es so 70, 80 Leute, die hier tatsächlich den Laden am Laufen halten. Ja, wir sehen heute in der Reihe Münchner Premieren den Film Floating Islands von Simone Fürbringer und Nikolaus Humbert. Die beiden können leider nicht kommen, sind nicht da. Aber neben mir steht ein guter Freund und Kollege, auch Filmemacher, der auch an vielen Filmen der beiden mitgearbeitet hat, Martin Otter. Schön, dass du da bist. Hallo Moritz, guten Abend. Wir standen schon mal gemeinsam am Montag bei der Premiere des Films im Filmmuseum auf der Bühne oder vor der Leinwand. Und wir halten es heute genauso wie am Montag, wenn es auch eine kleine Veränderung oder Weiterung noch gibt. Warum sind die beiden nicht da? Ja, das ist eine sehr wirklich traurige, sehr tragische Geschichte. Die Simone ist am Montagabend während der Premiere des Films verstorben. Es war am Montag wirklich, wo wir einfach auf ein Wunder noch hoffen konnten. Wir haben es so nicht ausgesprochen, aber das war der Grund, warum die beiden einfach nicht hier waren, auch nicht in Lyon, wo der Film Weltpremiere hatte. Und ja, mit dem, wenn man schaut, was das für eine Ahnung vielleicht auch gewesen ist, dass wir letztes Jahr den Film fertig gemacht haben und einfach auch den Film auf eine Reise schicken wollten, und das haben sie auch gemacht. Und ich war gestern auch noch mal draußen in der Wolfsgrub, war eine Viertelstunde bei Simone auch im Zimmer, und es ist, wie der Nico auch sagt, sie ist sehr friedlich und mit großem Mut gegangen. Und wir haben auch besprochen, dass wir das heute auch so sagen, dass ihr auch alle wisst, in welcher Stimmung ihr den Film anschauen dürft, muss man sagen. Weil ihr werdet das im Film sehen, was zu dem Zeitpunkt, als er gemacht wurde, war von der Krankheit von Simone, hat man noch nichts geahnt und nichts gewusst. Also das Material ist ja über Jahre auch gesammelt worden und dann wirklich in den letzten 3-4 Jahren wirklich verdichtet worden zu den Corona-Zeiten. Und ja, ihr werdet es selber sehen. Es schwingt was mit dem Film, eine Form von Abschied nehmen und gleichzeitig ein großes Hallo. Ja, also der Film ist ja eher ein Gedicht als jetzt ein klassischer Dokumentarfilm. Es ist beides für mich. Also sehr ambivalent. Es ist zum einen wirklich eine Feier des Lebens, auch der vielen kleinen Momente, sehr lichter, sehr glücklicher Momente, der Natur, der Kreatur. Und es ist zum anderen auch ein Film über den Tod. Also der schwingt da schon mit. Ob das, ob ihr Tod da schon, das weiß man nicht. Also der Tod ist der Tod. Der nimmt ja nichts persönlich. Ja. Und so, wenn ein Anlass für diesen Film war sicher der Tod von Sam, dem langjährigen Begleiter und lieben Hund von Simon und Nico. Genau. Das war so ein Moment, auch so ein Ankerpunkt, den Film zu starten und ihm auch diesen Ton zu geben, diesen Bildern. Aber es ist... Ja, der ist letztes Jahr gestorben, Sam, ne? Nee, das ist schon... Ach, schon länger, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ja, also er ist auf jeden Fall in dem Film auch. Er ist im Film drin, genau. Und das ist auch immer... Also wenn ich mit Nico spazieren gehe, dann ist der Hund, auch wenn er nicht mehr ist, der läuft immer zwischen den Beinen rum. Das ist so, das ist da. Ja. Und du hast es am Montag auch gesagt, die Tiere, was die für eine Rolle spielen, ja, das ist auch noch ein Bild, was man auch noch sagen kann. Die sind am Montag beim Essen gewesen, Nico und die Familie, unten vorm Haus. Und dann hat die Lydia, die Freundin von Noah, vom Sohn von Nico und Simon, sie noch mal rausgerufen und gesagt, ihr müsst es sehen. Und dann war am Waldrand ist ein Rudel Hirsche runtergekommen. Und zwar wirklich fast zum Haus runter. Und Nico hat gesagt, er ist da aufgewachsen und hat es noch nie gesehen. Und dann sind sie hoch
ins Zimmer von Simon und da war Simon verstorben. Ja. Und dieses, ja, dass es eben auch nicht zu Ende ist. Das war gestern so eine Situation, auch noch, da war eine Freundin da, die so ein Ritual gemacht hat und dann hat sie mongolisch inspiriert einen Schnaps, einen Klapper ins Feuer geschüttet. Erst den Osten, dann den Westen, dann den Norden, dann kam Süden dran und dann gab es eine richtige Stichflamme und dann war es klar, wohin für Simon die Reise geht. Ja, in den Süden. Ja, in die Süden, in die Wärme, das ist, wird man auch im Film sehen, also sie sind selbst da drin, das ist das, genau. Was sie einfach, wo die Sehnsucht drin ist. Und, ja. Der Film beginnt ja quasi mit dem Tod von Agnès Varda und Jacques Demy, also Jacques Demy ist schon sehr lange tot, also dieses französische Paar von großartigen Filmemachern. Agnès Varda ist, glaube ich, vor 2 Jahren oder so gestorben. Auf jeden Fall sieht man kurz das Grab von den beiden und hört die beiden auch nochmal. Aber letzten Endes ist es dann natürlich ein Film über das Leben. Ja. Also es geht immer ums Leben, also wie die leben. Ja. genau, und du hast ein paar Worte noch mitgebracht vom Nico, die du vorlesen möchtest. Genau, das hat der Nico geschrieben, wo man noch nicht wusste, wie das war. Es waren wirklich die Worte, die er letzte Woche geschrieben hatte, mir geschickt hatte. Die er euch jetzt mitgibt für diesen Film oder die beiden mitgeben. Noch einmal haben wir versucht, der Schönheit des Lebens auf der Spur zu sein, in all ihren Schattierungen, und dieser Spur einen filmischen Ausdruck zu geben. Selbst in finstersten Zeiten bleibt die Poesie ein Zufluchtsort und eine Kraft des Widerstands. Schaut, was ihr davon für euch selber auf euren treibenden Inseln finden könnt. Alles Gute, Simon und Nico. Genau, die Floating Islands. So ist er. Schaut. Genau. Noch ein paar kleine Informationen. Ich muss leider weg, weil ich noch einen anderen Termin heute Abend habe. Ich wurde sehr kurzfristig gebeten, heute Abend auch hier zu sein. Ich kenne den Nico letzten Endes auch schon seit 40 Jahren. Also ich war damals auch mal für ein einzelnes Semester an der HFF hier in München und habe ihn da kennengelernt. Also wir sind uns auch schon lange verbunden, wenn auch nicht so eng wie du, Martin. Und die Simone kannte ich natürlich auch, aber heute kann ich mir den Film leider nicht nochmal anschauen. Das würde ich eigentlich sehr gerne machen. Das heißt, dass es aber danach trotzdem noch ein Q&A geben kann, wenn Interesse ist. Dann kommt der Martin einfach nochmal vor und fragt euch, ob ihr noch was wissen wollt oder vielleicht auch nicht. Es sind auch, der Michael kommt gerade und der Marc ist da, also die beiden, die maßgeblich die Tonspur auch bearbeitet, genau, und mitgestaltet haben. Und insofern, ihr werdet das im Film sehen, das ist eine ganz wichtige Sache im Film. Und insofern sind die beiden auch dann da, Fragen dazu zu beantworten. Und dann kann man natürlich auch nochmal über die besondere Gabe reden von Simon, also die ja einfach fortlebt in ihren Filmen. Ja. Und außerdem wollte ich noch sagen, dass der Film für den Kino-Publikumspreis nominiert ist. Das heißt, wenn Sie rausgehen, dann können Sie Ihre Eintrittskarte oder wenn Sie es nur auf dem Handy haben, dann kriegen Sie ein Zettelchen, können Sie da in die Box, der Kollege vom DocFest steht da, können Sie das einwerfen und ja, da freuen sich alle. Genau, dann wünsche ich eine gute Projektion. Ein erhebender Film im wahrsten Sinne des Wortes und schönen Abend und ja. Es hat ein bisschen wie Andacht. Früher hat man eine Rosenkränze gebetet, jetzt darf man Filme anschauen. Genau. Sogar besser. Wer weiß, das sagt man nichts. Darf jeder machen, wer will. Genau. Danke. Ja, jetzt ist der Platz einfach leer, wo die beiden stehen sollten. Und vor allem die Simon. Mögt ihr hochkommen, Michi? Und Marc? Wenn man sich vorstellt, haben wir Montag
stand man da und ja. Wenn es immer so heißt, dass der Mensch letzte Bilder hat, das Leben vorbeizieht, wenn er stirbt, und dann läuft in dem Moment der letzte Film. Also als ich es am Dienstag dann erfahren habe gestern, dass sie wirklich in der Nacht bei einem Film während des Films gestorben ist, ja, das ist wie ein, ja, wie ein dunkles Wunder irgendwie. Ja. Ja. Ein dunkles Wunder. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Gibt es von Fechner, Theodor Fechner, der hat mal gesagt, es gibt drei Leben. Das erste Leben ist ein ewiger Schlaf. Das zweite Leben ein Schlafen und Wachen. Und das dritte Leben ein ewiges Wachen. Und der Übergang vom ersten Leben, also vom ewigen Schlaf zum Schlafen und Wachen, heißt Geburt. Und der Übergang vom zweiten ins dritte, vom Schlafen und Wachen ins ewige Wachen, heißt Tod. Ja. 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 Es gibt so ein Buch, glaube ich, so von, ich habe den Namen vergessen. Der Tod will nicht mehr arbeiten. Und die Leute sterben nicht mehr. Die leiden nur. Und es ist so schlimm, dass die Familie von den Leidenden die Leidenden über die Grenze schmuggeln, damit sie sterben können. Ja. Aber der Tod, ja, das ist so, ach, du leidest nicht mehr, verdammt. Ja. Ja. Okay, oder? Oh. Und Simone ist auch wirklich mit einem großen Ja, ist sie gegangen. Wie ist es jetzt euch bei der Arbeit beim Film? Wie ist es gewesen? Es ist ja doch, was hat was mitgeschwungen? Ihr habt es, Marc, du hast den Tonspuren geschnitten, vorbereitet. Hallo. Und hallo. Was ich sagen wollte, ja, über die Tonspur, ihr habt es so gesehen, in der Nachspann, da steht Sound Simone Fürbringer und Marc Parisotto. Also ich muss sagen, so, was ich gemacht habe, es war eigentlich zu verfeinern, was die schon, die Simone und auch der Nico, weil der muss auch sich einmischen, aber was die Simone vorher gemacht hat und sich ausgedacht hat, da muss ich einfach noch sagen, okay, ja, ein paar Ideen habe ich gegeben, aber es war mehr so, okay, Simone, du hast mir das angeboten und ich mache den zu Ende, ich mache den so einfach besser, weil ich vielleicht so bessere Geräusche habe, so bei mir oder so, aber eigentlich die Gestaltung ist zum großen, sehr größten Teil von der Simone gemacht. Also der Auswahl, einfach wie sie einfach die Bilder, weil die hat die Bilder geschnitten und wie sie die Bilder geschnitten hat mit der Musik und wie sie auch die Geräuschansätze, da sind wenig von mir, das ist alles von ihr. Also, okay, ich habe ein paar schönere Sachen draufgetan. Oder den Charakter und die Stimmungen waren im Grunde wandelnd. Ja, genau. Mit wie vielen Tonspuren und wie vielen Spuren kam die Simone zu dir und wie viel hast du dann letztlich? Die Simone kam so mit mir, ich weiß nicht mehr so. Sag mal so, so viel Spuren und ich habe so viel Spuren gemacht und dann kam zu den Mann, der so eine Mischpult hat. Und solche Ohren. Und die Ohren, ich kann euch nicht vorstellen. Also wir haben beim Ton gearbeitet, wie ihr hört. Ich auch. Ich habe dann aus den vielen Spuren, meistens werden es dann noch mehr und am Schluss werden es dann eben die 7, die wir hier gehört haben. Also ja, ich will fragen, ob ihr Fragen habt, entweder zu der Art der Arbeit, wobei wir natürlich nur die Mitgereisten sind bei der Arbeit, ein schlechter Ersatz sozusagen,
Und würde euch ansonsten auch fast anflehen wollen, natürlich den Film für sich stehen zu lassen, also ohne dass wir jetzt nur über die vergangene Filmemacherin reden würden. Ja. Achso, ich habt ihr Frage? Kannst du das lesen? Aus Deutsch. Das lesen? Also, egal, also, ob ihr die Frage habt oder nicht, also, einmal hat mir der Nico ein Mail geschickt. Und in diesem Mail stand so ein Text von einem französischen Schriftsteller namens Jean-Christophe Bailly. Und dieser Text war geschickt von Océane, ein von den Damen, die da die Briefe geschickt hat, wo man auch ihre Stimme hört. Und es sind Zufälle. So, Nico und Simon hatten keine Ahnung von dieser Jean-Christophe Bailly und umgekehrt. Die kennen sich nicht. Ja, so. Und wir reden einfach über Zufälle, über so Synchronität, das ist einfach ganz seltsam. Und in den Text von Jean-Christophe Bailly, es ist eigentlich die Beschreibung von dem Film. Und wenn du, weil ich spreche gern, aber ich lese nicht gut. Aber du kannst das besser. Es ist so eine ungefähre Übersetzung. Also. Also ich lese das Deutsch jetzt. Lies auf Deutsch, bitte. Ja, das macht mehr Sinn. Ein anderer Film also. Mit langsamen und geheimnisvollen Dreharbeiten. Voller anonymer Muster und ferner verlassenen Mustern. Ein Abenteuerfilm, der dem Leben folgt und es teilt, entfaltet, rettet. Aber wie soll man ihn nennen, diesen Film der verlorenen Momente? Diesen Film, dessen Zeit nicht die homogene der Kalender oder die gleichzeitig aufgeregte und monotone der Fahrpläne ist. Zeit, die sich in der Zeit öffnet, um sie eine andere Melodie und ein anderes Tempo hören zu lassen. Dekomprimierte Zeit, die in eine Unendlichkeit von kleinen Inseln, kleinen schwimmenden Inseln zerfällt. Zeit, die der Arbeit gestohlen wird und die sich von gesellschaftlich anerkannten Formen der Aktivität zurückzieht, um zu laichen in anderen Räumen und nach anderen Produktionen. Seit jeher. Es trifft, oder? Ja. Ja. So kann man es, wenn von euch, von Ihnen nichts kommt, lassen wir es so stehen. Vielen Dank und liebste Grüße an euch alle aus der Wolfsgruppe. Ja.